Heute ist ja wieder was los hier. Ja, ich bin in Chemnitz wieder zum Heißhausfest in Hilbersdorf. Und ich bin irgendwie heute so zeitig los. Die Parkplätze alle voll belegt. Und ich musste jetzt in so eine Seitenstraße rein. Ich kenne mich ja hier nicht so aus, wo man wo parken kann. Aber ihr seht ja alles. Die Seitenstraßen auch alles zugerammelt. Aber ich habe noch ein Plätzchen gefunden. Ich war schon ein bisschen genervt, wieder umzudrehen und nach Hause zu fahren. Aber wenn ich schon mal hier bin und dann habe ich ein gutes Wort einlegen wollen, aber die haben mich vorne einfach nicht reingelassen. Ah ja, der Andi ist auch nicht da, der sonst immer mit Eisenbahn fährt. Sonst wäre ich vielleicht hinten reingekommen, hätte hinten parken können. Naja, mal sehen. Ist eben blöd, wenn man keine Beziehung hat zu irgendwo hin und niemanden kennt, der jemanden kennt. Aber es macht ja nichts, Auto steht gut. Ich habe soweit alles eingepackt. Ich hoffe, nichts vergessen zu haben. Jetzt muss ich nämlich die 2 Kilometer wieder zurückrennen. Das wäre auch anstrengend. Gut, ich mache erstmal wieder aus. Und wenn ich dann vorne am Tor bin, packe ich die Große wieder aus. Und dann gucken wir mal weiter. So, jetzt gehen wir erstmal bezahlen. Und jetzt bin ich reingekommen ohne Auto. Es wäre nicht das Problem gewesen, mir irgendwo ein kleines Plätzchen noch zu geben. Wenn man will, geht alles, aber so ist das nun mal. Aber ein bisschen Bewegung tut auch gut. So, bezahlen wir erstmal und dann geht's weiter. Ja, was mich heute gewundert hat, sind 20 Euro Eintritt, sonst machen es normalerweise immer 12 und 15 Euro. Ich weiß nicht, warum so teuer, keine Ahnung. Aber so ist das nun mal. Jetzt gehen wir erstmal hier rein. Ach ja, schon belastend heute. So, jetzt fahren wir mit der Bimmelbahn, denn Laufen ist halt nicht so meins. Gucken wir mal. Ja, ihr seht's, der blanke Wahnsinn heute wieder. Das passiert, wenn man so zeitig losfährt. Ah ja, jetzt stürzen wir mal rein. Ein Lächeln, du hast einen Ballon, schön, schön, Ballon. Ich will mich schon sehen. Und
24. února už jsou u mě zabaleno. Do 24. Falls du mir für die Parade noch ein Späßchen geben willst, kannst du den tauschen kosten. Also wie gesagt, ich habe am Mikro den Akku gewechselt. So, war das nicht zu hören, dass ich dort hinten lang gehen soll? Den bitte außen rum die Drehscheibe rum. Da gibt es einen befestigten Weg, der um die Drehscheibe herum auf die andere Seite führt.
Hier fliegt gerade wieder so ein blauer Ballon davon. Also an die Welt. Zeug, ist da ein bisschen durch, okay? Und hoffentlich geht die nach Blankenberg, weil so gut ist die. Also wenn es noch so einen Verein gibt und so, dann hat es schon mal. Thank you.
halt dran. Thank you.
einrasten. Und wenn die nicht einrasten, dann kann man auf dem Stellwerk die Weiche nicht in die Endlage bringen. Und dann darf die Weiche aus der Richtung nicht befahren werden. Wenn die Lok aus der anderen Richtung befahren wird, dann drückt sich die Lokomotive die Zunge an die Seite. Aber wenn wir aus der Richtung... 28, bitte nochmal drehen! 28, euch! Thank you.
Sobald die Drehscheibe wieder frei ist, wird ein Vorsicht bitte, Dampflokomotive in die Parade schwenken. Also erste Lok, zweite Lok. Er hat mir gesagt, ich komme von jedem Fahren. Dritte Lok. Thank you.
Für dieses Fahrzeug, dass man davon Kilometer fahren kann.